Moin Leute, wie man nicht schwer erkennen kann, das nächste Provisorium hat den LKW verlassen. Die Sitzecke im Heck ist fertig. Die ganze Bauphase möchte ich euch jetzt im Schnelldurchlauf eben vorführen und anschließend sehen wir uns wieder und dann werde ich ein bisschen die Funktionen der einzelnen Komponenten hier kommentieren. In diesem Sinne, bis gleich. Thank you.
Ja, was mir recht wichtig war, dass ich die Möglichkeit habe, die Sitzecke als Bett umzubauen oder zum Bett umzubauen. Deswegen musste man da ein bisschen tricksen mit den Maßen von den Kissen. Deswegen sind auch die beiden kleinen Kissen noch entstanden. Also das und in der anderen Ecke liegt auch noch eins. Und ja, der Umbau zum Bett erfolgt recht easy. Jackie, geh mal weg. Komm. Man kann den Tisch ganz üblich wie in normalen Wohnwagen runterklappen. Anschließend die beiden Rückenpolster hier positionieren und dann passen die kleinen Kissen hier stramm zwischen. Ja, und schon hat man hier eine relativ großzügige Liegefläche. Nein, du bleibst da unten. Ja, das war so das Erste, was ich vorhatte. Wie gesagt, das geht relativ zügig und einfach, ohne groß irgendwas bewegen zu müssen. Ja, dann, ich nehme euch mal mit. Dann habe ich hier unten eine Klappe eingebaut. Die kann man komplett aushängen. Hier ist meine Kühlbox zum Gefrieren und Kühlen. Man kann an diese Kühlbox auch rankommen, wenn man Polster hochnimmt und hier von oben die Klappe öffnet. Geht auch. Also wenn man jetzt, ich sag mal, viel eingekauft hat, was gefroren werden muss, dann macht man schon einmal das Kissen weg und dann kann man von oben ran. Hat sich bisher sehr gut bewährt, auch mit der Klappe hier. Denn wenn man halt hier sitzt, muss nicht immer jeder aufstehen, um da dran zu kommen, an die Getränke zum Beispiel. Ja, hier in diesem Segment befindet sich der Backofen. Den kann ich dann rausnehmen bei Bedarf. Und Moment. Und hier zum Beispiel befindet sich auch noch ein Fach, da sind Getränke drin. Also hier ist wirklich jeder Millimeter genutzt. Die Polster, die wollte ich ursprünglich eigentlich selber nähen, aber das ist mir doch jetzt alles zu zeitaufwendig. Deswegen habe ich die nach Maß anfertigen lassen. Von den Kosten her ging das eigentlich, das waren etwas mehr als 1000 Euro, ich glaube 1100 und was zerquetschte. Ja, waren innerhalb von 2,5 Monaten fertig, was ich allerdings als sehr lange empfand, aber gut, mit der Qualität bin ich zufrieden, sehr gut zufrieden. Die ganzen Kissen, die sind mit Reißverschluss ausgestattet. Naja, man kann die quasi ohne Probleme wieder abziehen, die Polsterung, und auch waschen, die Bezüge. Ja, so viel erstmal an diesem heißen Tag von mir und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.